Nein, liebe Zuschauer, das sind keine Italien-Fans in der Sporthalle Huckade. Das sind die Fans der SG Lütgen Dortmund, die es überraschend, aber nicht unverdient bis in die Kreuzspiele der Zwischenrunde der 29. Hallenfußballstadtmeisterschaft in Dortmund geschafft hat. Sie müssen im letzten Entscheidungsspiel, und das ist für mich die nächste Überraschung, gegen das Team von Mario Plechati Mengele 0820 ran. Wir erinnern uns, im letzten Kreuzspiel ist der hochfavorisierte Mengele 0820 an Westfalia Huckade gescheitert. Im 8-Meter-Schießen verlor man mit 4:2 und das hat auch die SG Lütgen Dortmund mitbekommen und die wittern Morgenluft. Doch zunächst sah es so aus, als sollte der favorisierte Westfalenligist das Spiel für sich entscheiden. Das war in der 4. Minute Robin Diekmann mit dem 1:0 Führungstreffer. Etwas unglücklich für den Keeper der Lütgen Dortmund, denn der Schuss war abgefälscht. Nur eine Minute später ist es wieder Robin Diekmann, der sich hier prima durchsetzen kann und mit einem schönen Schuss ins lange Eck auf 2:0 erhöhen kann. Es sind mittlerweile 5 Minuten gespielt und der Westfalenligist scheint seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Die SG Lütgen Dortmund kam zunächst eher sporadisch zu Torchancen, doch wenn, dann ist es Dennis Heimann, der Keeper, der es mit Fernschüssen probiert und in diesem Fall Erfolg hat. Er verkürzt zum 1:2, das Spiel ist wieder offen, das Spiel ist wieder spannend und ich verspreche Ihnen, es soll noch spannender werden. Auf der Bank der SG Lütgen Dortmund gibt man sich nicht mehr damit zufrieden, sich für die Zwischenrunde qualifiziert zu haben. Man will mehr, man will in die Helmut-Körnig-Halle und man tut alles dafür, um das Ziel zu erreichen. Und nach dem Seitenwechsel geht es wieder gut weiter für die SG Lütgen Dortmund. Das ist Dennis Heimann mit einem Schuss aufs Tor und dann konnte Marcel Wachtel zum Ausgleich abstauben und 2 Minuten nach Wiederbeginn steht es auf einmal 2:2. Das Spiel ist komplett wieder offen. Und wie im Spiel zuvor gegen Westfalia Huckade zeigt Mengele wieder Nerven. Ein Fehler von Keeper Sören Gerland ermöglicht Juri Lefarov den Führungstreffer für die SG Lütgen Dortmund und die Halle Huckade steht Kopf. Sehen Sie sich nochmal den Fehler von Sören Gerlach an, so etwas darf einem routinierten Westfalenligisten nicht passieren. Doch Meneges Antwort kam prompt, nur eine Minute später gleicht Sören Gerlach wieder aus, er macht seinen Fehler wett und das Spiel ist wieder offen. Wir sind mittlerweile in der 13. Spielminute. Das Gesicht und die Geste von Sören Gerlach spricht Bände. Vollgepumpt mit Adrenalin geht es weiter. Nichtsdestotrotz, es war ein Spiel auf Augenhöhe und die SG Lütgen Dortmund konnte auch technisch Mengele 0820 das Wasser reichen. Das war Michael Klein mit einem Schuss aufs Mengeler Tor. Liebe Zuschauer, in der nächsten Szene können Sie gut sehen, wie hitzig und umkämpft dieses Spiel war. Beide Mannschaften schenken sich nichts und Keeper Dennis Heimann stand mal wieder im Mittelpunkt, wie so oft in dieser Partie. Bloß kein unnötiges Risiko eingehen, bloß dem Gegner keine unnötigen Konterchancen ermöglichen. Das war das Credo dieser Partie. Doch diesmal hatte Dennis Heimann ein prima Auge für seinen Mitspieler Baye Leyan, der den Ball volley nahm und beinahe zum Führungstreffer einschoss. Doch nur eine Minute später klappte es besser. Das war Sven Pavric, der den Ball wunderbar zum Führungstreffer 4:3 ablenken konnte. Und schon wieder geht der Außenseiter in Führung und schon wieder bebt die Halle. Es sind nur noch 3,5 Minuten zu spielen und Mengele 0820 musste etwas tun, um den absoluten Super-GAU zu verhindern. Man kämpfte ganz verbissen, man bemühte sich, man rackerte. Doch wie man sieht, die Nervosität auf beiden Mannschaften war da. Das war die Riesenchance für Marcel Christofsek, die Führung seiner Mannschaft auf 5:3 zu erhöhen. Aber wenig später war es soweit. Da war der Abspielfehler vom letzten Mann im Kasten der Menge da. Und da konnte Marcel Wachtel auf 5:3 erhöhen, indem er einfach den Fuß hinhielt und den Ball ins leere Mengener Tor abstaubt. Die Sensation scheint perfekt zu sein. Es scheint ohnehin die Meisterschaft des Marcel Wachtel zu sein. Wir erinnern uns an den fulminanten Volley-Schuss. Doch in diesem Fall konnte Mengele wieder verkürzen. Stefan Fels heißt der Torschütze und es bestehen wieder rot-gelbe Hoffnungen. Doch diese rot-gelben Hoffnungen währten nicht lange. Der direkte Gegenanstoß. Sie sehen ein perfektes Zusammenspiel, der SG Lütgen Dortmund und da haben die Mengener vollkommen geschlafen.
Marcel Christofsik erhöht kurz vor Schluss auf 6:4. Ja, und das war die Entscheidung, denn die Partie war kurz danach zu Ende. Völlig unerwartet gewinnt der A-Kreisligist gegen den Westfalenligisten mit 6:4. Sowohl die Fans als auch die Spieler waren völlig aus dem Häuschen, denn seien wir mal ganz ehrlich, damit hatte vorher absolut niemand gerechnet. Thorsten Ilkowski steht jetzt bei mir, Trainer von der SG Lütchen Dortmund. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Also unbeschreibliches Gefühl. Man sieht es ja selbst, die Jungs, die haben, glaube ich, selbst nicht mehr an sich geglaubt nach dem 0-2 gegen Mengele, dass wir da nochmal so zurückschlagen können. Ja, ist ein unbeschreibliches Gefühl und ich freue mich für die Jungs und dass wir wieder zum zweiten Mal hintereinander in der Endrunde sind. Ja, das ist einfach unglaublich und da freuen wir uns auch drauf auf nächste Woche. War das heute hier in Hukka der Tag der Kreisligisten? Ja, wenn man sieht, dass ein Westfalenligist ausgeschieden ist, dann auf jeden Fall. Ne? Also mit Mengele, die haben gegen Hukade verloren, gegen uns als A-Ligisten, war nicht unbedingt mit zu rechnen, aber da sieht man mal, dass in der Halle alles möglich ist und ja, es geht immer was. Ne? Ihr habt die Halle, die Gruppenphase als Erster überstanden und habt dann die beiden dicksten Brocken hier aus der Halle gehabt. War ein Riesenstück Arbeit. Ja, genau, wie gesagt, also wir haben nach dem 0-2 habe ich wirklich das Schlimmste befürchtet, dass wir einfach nicht mehr zurückkommen können, dadurch, dass wir dann wirklich so auf und Aufholjagd starten mussten gegen Westfalenligist. Das ist ja dann immer eine Kopfsache als A-Ligist, da denkt man, ah, wir haben eh keine Chance. Aber wie die Mannschaft das gemacht hat, das ist sensationell. Ich gehe mal davon aus, heute brennt in Lütgen Dortmund der Baum, oder? Egal wo, Hukade, Lütgen Dortmund, Marten, egal wo. Was habt ihr euch für die Endrunde jetzt vorgenommen? Habt ihr da einen speziellen Plan? Habt ihr da Hoffnungen, dass ihr überhaupt dahin kommt? Wie sieht es jetzt aus die nächste Woche? Ja, natürlich haben wir immer Hoffnungen gehabt. Also man sieht ja, wie gesagt, gerade, dass in der Halle alles möglich ist, egal wen du da als Gegner hast. Wenn die Einstellung stimmt, wenn du als Team auftrittst, dann ist immer was möglich in der Halle. Und ja, Gedanken für die Endrunde haben wir uns noch nicht gemacht. Wir werden uns jetzt mit zwei Trainingseinheiten nochmal darauf vorbereiten. Und ja, man hat gesehen, dass auch gegen Westfalenligisten alles möglich ist. Und ja, und so fahren wir auch dahin. Ja, so gratuliert das Team von Sportlife sehr herzlich der SG Lütgen Dortmund zum Einzug in die Endrunde. Und ich muss sagen, wenn man diese Bilder sieht, kann man glatt Italien-Fan werden.